Caritas-Zentrum Franz von Assisi. Sven Schulze, mein Name, guten Tag. Wem möchten Sie sprechen? Herrn Raspel? Nee, kenne ich nicht. Wer soll das sein? Ach, unser Heimleiter. Oh, also den habe ich schon ewig nicht mehr hier gesehen. Ja, Moment mal. Ich frage mal eben unsere Reinigungskraft. Moment bitte. Samira, du wissen, wo isse Massa Heimleiter? Ob du wisse, wo isse Massa Heimleiter? Können du mir sagen... Hören Sie? Naja, es tut mir leid, aber unsere somalische Raumpflegerin, die versteht mich nicht. Ja, die Gute kann kein Wort Deutsch. Moment bitte. Ja? So, ich habe gerade gehört, unser Heimleiter, der ist mit unserem kurdischen Koch beim Ausländeramt. Ja, seit er hier vor 2,5 Jahren illegal eingewandert ist, gibt es da hin und wieder so ein paar kleine Probleme mit der Aufenthaltserlaubnis. Aber ansonsten muss ich sagen, arbeiten die Flüchtlinge hier mal so einiges weg. Ja, Samira zum Beispiel, die ist Putzfrau hier bei Auf der Dritten, ne? Und die übernimmt hin und wieder noch so eine kleine Wundversorgung. Ja, und Ahmed, der arbeitet Teilzeit in der Küche. Arbeitet nach Feierabend noch so 2-3 Stunden in der Abdeckerei weiter. Ob wer da ist? Die Pflegedienstleitung. Nee, sowas haben wir hier nicht. Also, ich bin jetzt hier schon seit 8 Monaten als 1-Euro-Kraft beschäftigt. Und eine Pflegedienstleitung habe ich in der Zeit ja noch nie gesehen. Und wenn ich ehrlich bin, ich vermisse die auch nicht. Dann kriegen wir wunderbar alles alleine auf die Kette. Okay, ich gebe zu, bei diesen beiden Sterbefällen da neulich, ne? Wo wir nicht genau wussten, kommt das jetzt vielleicht vom Essen? Oder liegt das an diesem komischen Noravirus, den wir seit 3 Monaten in der Bude haben? Ja, ich gebe zu, da hätten wir vielleicht den ein oder anderen fachlichen Tipp gebrauchen können. Aber mittlerweile ist wieder alles Paletti. 15 Leute auf der Station, ihr habt zwar noch Durchfall, aber was soll's. Bitte? Wie viele Leute hier insgesamt auf der Station wohnen? 16. Dazu muss ich aber anmerken, hier den alten Kowalski von Zimmer 4, den zählen wir schon gar nicht mehr dazu. Der macht's ja eh nicht mehr so lange. Der gute Mann stellt sich seit Wochen beim Füttern quer. Ja, macht da mal was. Ich meine, wir zwingen doch hier niemanden zum Leben. Wer nicht will, der kann gehen. So, kann ich jetzt noch was für Sie tun? Ich müsste nämlich so langsam mal wieder zurück zu der alten Schmitzek. Die steht jetzt seit 1/2 Stunde mit ihrem Rollator allein unter der Dusche. Was meint sie? Ob sie mal vorbeikommen können? Ja klar, tolle Idee. Kommen Sie ruhig vorbei und gucken sich hier alles mal in Ruhe an. Wie war noch gleich Ihr Name, bitte? Moment, ich schreibe es eben auf. Medizinischer Dienst der Krankenversicherung. Ja, prima. Also, ich würde sagen, wäre ganz gut, wenn Sie dann vorher nochmal bei uns anrufen könnten. Dann können wir nämlich unsere Pflegedokumentation noch rechtzeitig aktualisieren. Ja? Okay. Dankeschön. Wiederhören. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen, in der Pflege sind wir wirklich top, oder? Ja. Und was die Sache mit dem Dokumentieren betrifft, bin ich mir sicher, das kriegen wir auch noch hin. In der Pflegestufe 3, da gibt's ganz viel Schreiberei, ob man trinkt und isst oder
oder Fiebermist, das ist mittlerweile einerlei in der Pflegestufe 3. Ja, da gibt's viel Schreiberei. Jedes Gramm beim Mittagessen musst du zeitnah richtig messen und den Speichelfluss, der muss. Was die Oma träumt bei Nacht, muss, wenn sie ganz früh aufwacht, aufgezeichnet sein, ganz fein. In der Pflegestufe 3, da gibt's ganz viel Schreiberei. Ob man trinkt und isst oder Fieber misst, das ist mittlerweile einerlei in der Pflegestufe 3. Ja, da gibt's viel Schreiberei. Ruft Frau Schmitz mal nach den Kindern, musst du sie sofort dran hindern. Schnell Diktiergerät, zu spät. Muss ein Mann nachts urinieren, hat er das zu registrieren. Jeder Tropfen zählt, auch wenn er sich quält. In der Pflegestufe 3. Da gibt's ganz viel Schreiberei. Ob man trinkt und isst oder Fieber misst, das ist mittlerweile einerlei in der Pflegestufe 3. Ja, da gibt's viel Schreiberei. Kommt der Tod nach langem Leiden, musst du ihn genau beschreiben, weil MDK das will, und zwar ganz still. Irgendwann stirbt auch der Pfleger in den Himmel hoch, da geht er bis in Ewigkeit. Er schreit! So, jetzt muss ich wieder los. Keine Zeit mehr, Leute. Also, tschüss zusammen.